Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Ja, was ich in dieser Folge tun möchte, weiß ich überhaupt noch gar nicht. Ja, muss ich mal gucken und so, was ich da jetzt machen kann. Ja. Ja, wie gesagt, ich muss gucken, was ich machen kann. Ich glaube, wir können uns mal mit der Titelquest beschäftigen. Wir haben ja hier noch vor Ewigkeiten mal eine Quest angenommen. Questtitel. Steht da Tropfen höhlt den Stein und dementsprechend auch Ghoul Duke. Werden wir mal den Ghoul Duke umhauen gehen. Ich glaube, wir dürften das mittlerweile ziemlich locker solo schaffen, in die verlassene Abtei zu gehen und sowas alles. Um dort, ja, die Viecher umzuhauen. Boah, das werden wir machen. Ja, einfach mal so spontan. Ja. Ist jetzt eine Menge passiert in der letzten Zeit, ist natürlich wieder das neue Semester begonnen, dementsprechend war natürlich wieder erstmal ein kompletter Stundenplan, umschmeißen und sowas alles, man musste ein bisschen gucken, dass man alles organisiert bekommt. Jetzt mittlerweile, ja, pendelt sich das so langsam ein und ich kann zumindest mir ein paar Zeiten vornehmen, wo ich aufnehmen kann, zum Beispiel jetzt bietet sich da teilweise das Wochenende ziemlich gut an, nach wie vor, ja, ich habe nach wie vor... Ach, die Kühe sind hier, yay. Ich hoffe, es wird nicht jeder zu so einer Kuharmee. Die Kühe sind manchmal buggy und ja, vermehren sich ganz plötzlich so wie die Kanikel oder so. Auf jeden Fall, ja. Wochenende ist ja sowieso schon immer frei gewesen und ja, ich habe einige Tage, dort habe ich nachmittags noch überhaupt gar keine Veranstaltung oder so. Das heißt, dementsprechend hätte ich den Morgen mit Vorlesungen und sowas zu tun und nachmittags könnte ich aufnehmen. Muss ich aber noch ganz genau gucken, wie sich das tatsächlich jetzt ergibt. Ich hoffe doch tatsächlich, dass ich in der nächsten Zeit, dass ich, jetzt sage ich ja nur tatsächlich, am besten sage ich noch 10 Mal tatsächlich, ich hoffe, dass ich in absehbarer Zeit mal wieder regelmäßig Folgen rausbringen kann. Ich hoffe, oder ich plane mit mindestens 4 Folgen, wünsche mir, dass ich es hinbekomme, 7 Folgen in der Woche zu machen. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ich wünsche mir schon mal endlich vernünftig voranzukommen. Denn was mich tatsächlich jetzt letztens ein bisschen geschockt hatte, wir waren jetzt schon bald ein ganzes Jahr im Östra-Hochland. Oder ein bisschen länger sogar. Ich hatte nämlich mit ein, zwei Kollegen gesprochen sozusagen und die... Die haben uns auch schon beim Gräberstädter Spiel und sowas alles begleitet gehabt. Und ja. Die haben dann gesagt, ja, ich hatte bereits vor einem Jahr, hatte ich die schon mal angefragt, ob wir dann in absehbarer Zeit mal den MA zusammen spielen können. Ja. dem mystischen Altar. Tja, so schnell ging das ja dann doch nicht. Das hat ja jetzt doch noch ein ganzes Jahr gedauert. Fand ich ziemlich lustig. Warte mal, Ghoul Duke. Der spawnt, glaube ich, nur, wenn man die ganzen... Ja, genau, man muss diese Assassinen oder... Was sind das für Viecher? Momentchen. Jetzt gucke ich kurz hier. Genau, die Nekromanten so. Assassinen und Nekromanten. Das ist ja alles das Gleiche. Whip. So. Ja, gehen wir mal hier zu Ende durch. Und werden wir dann den Ghoul Duke besiegen. Und, ich weiß ja zum Glück ziemlich genau, wo die ganzen Nekromanten sind, von daher. Ja. Wo ist er denn, der Ghoul Duke? Das weiß ich doch natürlich. Ich bin gerade irgendwie ein ganz kleines bisschen halb abgelenkt immer noch. Kommt daher, wir hatten jetzt gestern Abend, beziehungsweise heute Nacht, ja, whatever, auf jeden Fall auf den Tag nach heute hin hatten wir Mensa-Party gehabt und dementsprechend bin ich erstens ein bisschen im Schlafmangel und zweitens natürlich dann noch nicht so ganz nüchtern richtig. Dementsprechend kommen so ganz nah auf den Fakten zusammen, die mich dann jetzt zu einem absolut total verpeilten, whatever. Auf jeden Fall zu einer ziemlich, ja, neben sich stehenden Person
geführt hat. Führt, whatever. Oh, ja, ich kann schon kaum noch richtige Sätze bilden, zumindest wenn ich darüber nachdenke, was ich sagen möchte. Also, ich bitte, dies mir nachzusehen, was ich gerade hier vielleicht für eine Scheiße von mir labe. Von mir labe? Von mir gebe. Mein Gott, ey. Das ist aber auch mal gut. Irgendwann. Ja, ja, was gibt es? Huch, ja, gut, wir haben einen Besuch noch. So. Ja. Was gibt es denn noch so Schönes zu erzählen? Ich kann ja mal ein bisschen jetzt was aus dem ersten Semester, aus dem Semesterbeginn erzählen. Insgesamt könnte dieses Semester tatsächlich mal jetzt deutlich, deutlich, deutlich interessanter werden als die vorherigen Semester, weil wir jetzt tatsächlich auch mal so zu ein paar Ingenieuranwendungen kommen sozusagen. Also es ist nicht mehr nur noch dieses ganze, ja hier, wir berechnen mal stumpf das und wir berechnen mal stumpf das und dann gibt es dann noch irgendeine Theorie, die irgendwer mal irgendwann irgendwie aufgestellt hat, sondern tatsächlich kommen wir jetzt zum Beispiel vor allem in dem Fach Maschinenelemente mal dazu, unterschiedliche Maschinenelemente auszulegen und zu berechnen und sowas alles. Und das finde ich richtig interessant und dann freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir dann auch zu den Übungen übergehen, um dann hinterher im letzten Schritt oder dritten Schritt zum Abschluss ein kleines Projekt zu machen. Also es gibt dann das sogenannte Maschinenelemente-Projekt. Was es genau beinhaltet, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Das Einzige, was ich so weiß, ist, dass man im Endeffekt dabei irgendwie was konstruiert. Aber was genau? Puh, frag mich nicht. Oder fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. So, hier unten ist noch irgendwo ein Nekromant, genau dort hinten. Und dann können wir gleich den Gudjuk töten. Wupp. Wupp. Da kam ein bisschen Besuch mit. Natürlich kommt jetzt noch ein bisschen mehr Besuch mit. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. So. Ich hoffe, ich habe wirklich keinen der fucking Nekromanten übersehen. Sonst können wir nämlich gleich noch ein bisschen mehr hier rumlaufen. Dort vorne ist der letzte. Hoffentlich. Und danach können wir uns an Gul'Duk setzen. Oder hängen. Oder ja, oder. Aha. Okay, wir haben tatsächlich keinen übersehen. So. So, Gul'Duk. Hallöchen. Wir töten dich jetzt. Zack, 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 zack. Beide dort mal draufsetzen, dann würde ich mich jetzt mal gerade schon mal eine Heilung verpassen. So. Das wird ein bisschen dauern, weil der eine gute Menge an HPs hat und wir nicht ganz so viel Schaden machen. Obwohl so ein paar Schadenszahlen sind schon ziemlich beachtlich, so 4000 und so. 5000. Ui, jetzt geht er in eine Raserei über, gut. Oh mein Gott, ich habe heute aber auch einen monotonen Ton, das gibt's ja gar nicht. Ich rede ja wirklich so. Alter. Alter. Das ist ziemlich. Also, ich nerv mich ja selbst schon damit, jetzt gerade mit diesem Tonfall. Das gibt's ja, geht ja gar nicht. Das geht ja sowas gar nicht. Oh. So. Wir teleportieren uns zurück. Ich weiß nicht, wo wir unseren Rückrufpunkt gesetzt haben. Deshalb teleportiere ich mich mal nach Loga zurück. Von Loga können wir dann rüber teleportieren und so weiter. Ah ja, die übliche alte Leier wieder von mir.
nebenbei mit dem Handy schreiben. Deshalb war ich jetzt gerade ganz kurz leise und habe überhaupt nichts gemacht. Ich dachte, der Ladescreen geht auch etwas länger, dann kann ich ein bisschen eher so unbemerkt ans Handy gehen, aber nee, das funktioniert nicht. Nee. Verkünder der Arcanium Arena. Ach ja, Arcanium Arena. Könnte man eigentlich auch mal wieder machen. Ich habe jetzt auch überhaupt gar nicht auf die Uhr, wie lange diese Folge schon ist. Ich denke, ich werde die Quest abgeben und danach erstmal wieder eine Folgenpause machen. Dann werden wir in der nächsten Folge dementsprechend weitermachen, gucken, was noch so ein Titelquest vielleicht gibt. Werden wir uns ein bisschen mit dem Titelsystem beschäftigen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann tatsächlich die Instanz Mystische Altar auch laufen können. Ja, werde ich euch. Ich glaube, ich habe euch dann zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video online geht, schon angeschrieben, wann wir das machen wollen. Lalala, Klassenhalle. In der Klassenhalle war der Titeltyp, meine ich. Ja, genau. Ja. Jawohl, wir haben die rote Ausbildungsquest abgeschlossen. Jetzt brauchen wir noch die blaue. Grün, grün, grün. Blau. Achso, okay, man kann immer nur eine von diesen Quests täglich machen. Gut. Gut, gut, gut. Dann machen wir das ein andermal. Oder später oder so. Aber wir können uns mal kurz gucken, was haben wir denn da bekommen. Haben wir ja irgendwie jetzt so ein Titelsystem, ne? Ja. So, ja. Okay. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Ich hätte mal einfach mal. Ah, okay, wir haben meinen Titel noch erhalten. Ah, okay, so mache ich das irgendwie und hier mache ich jetzt eine Verwendung irgendwie. Okay. Frage mich nicht, wie und was, wobei mir das hilft und so. Nutze den Gegenstand, um diese Stufe zu erreichen. Anklicken der Abzeichen-Titelstufe. Schaltfläche, wenn ihr protestiert. V50% und erhöht die Ausrüstung der Abzeichen. Okay. Ui. Die Reputation geht langsam runter. Das ist scheiße. Fuck, dann weiß ich jetzt, dass ich die Dinger erstmal sammeln muss. Gut, aber das soll erstmal für diese Folge ausreichen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao, ciao.